Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Lieblingsspielen von mir. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Ja, der Elias, 10 Jahre, mittlerweile spielt er doch schon einiges, darf auch ein bisschen anspruchsvoller sein. Das müsst ihr immer berücksichtigen bei der Auswahl, wenn ihr da was sucht, ja, für euch, für die Kinder, je nachdem, dass wir natürlich sehr viel spielen. Und wir haben eine kleine Auswahl vorbereitet, was der Elias gerne spielt. Und der Elias hat die Spiele rausgesucht, der hat schon eilig, der will gleich was dazu sagen. So Elias, ein Spiel, was wir schon wirklich sehr, sehr oft gespielt haben. Das ist Paleo, Kennerspiel des Jahres 2021, ein anspruchsvolles Spiel. Gemeinsam spielen. Und warum dieses Spiel? Es gefällt mir auch. Man muss überlegen im Team. Mhm. Nicht alle Teamspiele gefallen mir, aber dieses mag ich. Wie fandest du jetzt? Wir haben jetzt die Erweiterung gespielt. Ja. Vielleicht da ein paar Infos. Ein paar mehr. Level sind fast unmöglich halt. Ach, schwer zu spielen, ja. Oder? Wie lange haben wir gespielt? Viele, viele Abende. Ich glaube, viele, viele Stunden. Und ist es jetzt schwieriger als das Grundspiel? Es ist genauso schwierig, weil ja die sich vermischen. Mhm. Also kann da was Schwieriges sein, aber auch da was Schwieriges. Mhm. Und wie würdest du das sagen? Wir spielen das ja meistens zu zweit. Wir haben es mit Thomas auch schon gespielt. Ein gutes zwei bis drei Stück. Eher ideal, oder? Ja. Okay. Und ansonsten, jetzt ist schon ein bisschen die Luft raus bei Paleo. Wir haben das oft gespielt. Nach einmal spielt jedes gewonnen. Wenn man jedes Mal gewonnen hat, ist die Luft raus und man wartet halt, bis was Neues rauskommt. Bis eine neue Erweiterung kommt. Ja. Aber ansonsten war wirklich top. Ich habe ja gesagt, bei mir ist so eine Hassliebe. Wie ist es denn bei dir? Also einteils würde ich es immer gerne spielen, einteils denke ich, oh nein, jetzt müssen wir es nochmal machen. Ja. Wie ist jetzt bei dir der Eindruck so von dem Spiel? Ich mag es richtig, aber es ärgert mich halt, wenn wir es fast ganz geschafft haben. Okay. Kann dann weitermachen beim nächsten Level, aber es ärgert halt einen schon. Okay, das war Paleo. Wir machen es ein bisschen kürzer. Ein weiteres Spiel ist recht aktuell. Oder willst du? Hm? Okay, wie du willst. Das ist Seven Wonders Architects. Warum dieses Spiel? Du hast es mir mal gezeigt. Mhm. Da habe ich gedacht, oh, ja, das wäre was für mich. Mhm. Und nach ein paar Mal spielen mit Alina, das gefällt mir jetzt halt richtig gut. Wie ist so der Schwierigkeitsgrad für dich jetzt? Oder für Alina spielt ja so auch mit. So schwer ist es nicht. Mhm. Aber es geht auch schnell, ja, oder? Es geht schnell. Und Aufbau, spielerisch, was ist jetzt für dich da der Reiz? Weil es so schnell gespielt ist, oder? Nö, doch, das schon, aber es gibt unterschiedliche Sachen. Jeder hat einen eigenen Effekt. Mhm. Ein bisschen komplizierter. Okay, aber macht Spaß. Ja. Klassisches Familienspiel, haben wir euch vorgestellt. Soll ich weitermachen oder du? Wie du willst. Der Elias. Ja, warum? Ich brauche eigentlich nicht viel dazu sagen. Warum? Warum dieses Spiel? Ich glaube, wir können es sogar zeitlich halten von der Größe. Warum dieses Spiel Wizard? Warum? Ist eine blöde Frage. Du spielst gerne. Spielst gerne mit Schulfreunden. Und ist ein Kartenspiel, ein Stichspiel? Kartenspiel, Stichspiel, gefällt mir. Wir haben euch in einem anderen Video parallel auch gezeigt, wie man es zu zweit spielen kann. Obwohl es ab 3 bis 5 Spieler ist. Okay. Und du hast oft dabei. Wie ist es von deinen Freunden her? Gleiches Alter, wie kommt es da aktuell an? Es kommt richtig gut an, aber nach einer Weile, viele reizt es jetzt nicht mehr so. Weil es geht zu lange oder an was scheitert es da? Zu lange, aber ich glaube dauerhaft spielen. Ich habe es ja jedes Mal dabei. Genau, also das Spiel hast du glaube ich seit Monaten dabei, aber deswegen auch in der Liste, hat sich auf jeden Fall rentiert. Wir haben es vor einer Woche auch wieder gespielt, kommt super an, aber auch ein tolles Kartenspiel. Wo fangen wir jetzt an? Ja, so Elias, das Spiel hast du auch oft dabei, wenn du jetzt unterwegs spielst bei Freunden. Und was ist passiert? Die haben sich das jetzt alle gekauft. Warum? Viele fanden es auch cool. Oh, da liegt einer tot. Okay. Aber das war nicht das Thema, sie finden Suchen toll. Mhm. Ja, es das reizt mich. War ein guter Hinweis. Sind die jetzt familientauglich oder ist es dann doch schon ein bisschen brutal? Oder wie würdest brutal würde ich nicht gleich sagen. Mhm. Aber man sollte es je nachdem nicht mit jedem spielen.
Sehr gut. Und bei diesem neuer Version wird auch angegeben, mit wem ihr spielen könnt. Da wird nämlich angegeben, mit Kindern beispielsweise oder mit rein Erwachsenen, was ihr denen zumuten könnt. Und bei dem Spiel ist am Wimmelplan dabei. Wie schnell hast du das erklärt gehabt, deinen Freunden? Recht schnell? Gleich, ich sage einfach hier, da gibt's Karten, da ist der Plan, man muss das suchen halt. Okay. Also auch eine ganz klare Empfehlung, wer schnell anfangen will. So, dann, wo machen wir weiter, Elias? Das untere, okay. So, ja, klar. Warum? Warum Catan? Ja, gefällt mir. Gibt viele Erweiterungen halt auch. Okay. Da kommt immer was Neues raus, man kann was Neues ausprobieren. Der einzige Nachteil ist ja eigentlich von der Spieleranzahl, oder? Ja, 3 bis 4. Aber wer spielt es bei uns auch gerne? Gerlina. Genau, dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeit, immer Catan zu spielen. Die Reihe geht natürlich weiter, Seefahrer etc. Natürlich auch ein Spiel, würdest du gerne mal unterwegs mitnehmen, aber hängt natürlich immer ab, wenn du zum Freund mitnimmst, ist schwierig. Dann eher zum Zwei-Personen-Spiel greifen. Genau, Schlag auf Schlag jetzt bei uns. Wo machen wir weiter? Na, das ist in jeder Liste bei dir dabei. Warum eigentlich? Das haben wir jedes Mal, zeigen wir das. Mir gefällt es richtig gut, der Freund spielt es auch oft. Okay, und es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, Stratego, aus dem Hause Jumbo. Und eigentlich hat man da ja schon alles gesehen. Oder gibt es da immer wieder neue Sachen, wo du sagst... Nee, man kann halt immer wieder neu aufbauen. Von der Fahne, von der gegnerischen Fahne. Ja. Hast du auch schon verrückte Ideen erlebt, wo die Fahne auch mal ganz vorne stand, wie bei mir? Ja. Bei wem? Bei dir. Bei mir in dem Fall. Macht auf jeden Fall auch Spaß, macht richtig viel Laune. Und bei Melias geht es Schlag auf Schlag. Bei mir geht es länger. Ich muss mir das mal wirklich von dir ein bisschen abschauen. Baumkronen, Elias. Aber kein typisches Familienspiel. Ein bisschen schwieriger ist... Für 2 Spieler auch wiederum? Ab 10. Ist eher was... Ab 10, ja, da muss man schon gucken, mit wem man es spielt. Mhm. Macht Spaß. Ich habe es schon bei einer Freundin dabei gehabt. Die hat es gleich angesprochen, weil es ja Regenwald-Thema ist. Mhm. Weil so in die Richtung gefällt dir wahrscheinlich auch besser. Mhm. Ja, und das gefällt mir halt auch. Sehr variabel, landet immer auf dem Tisch. Also ein tolles Zwei-Personen-Spiel. Auch das haben wir schon vorgestellt. Mensch, bei Melias geht schnell. Oh, jetzt kommt eins. Der Thomas hat gesagt, furchtbar. Weißt du warum? Ich glaube, der Thomas hat da ein Problem mit dieser Hektik. Weil da habe ich nämlich immer Chancen, bei ihm zu gewinnen, weil es ist schon eine gewisse Glückskomponente dabei. Ich habe auch schon mal gegen dich gewonnen. Ja, das hast du auch. Wie verrückt ist jetzt das Spiel? Sehr verrückt. Schnelligkeit, dann fehlt das. Man kriegt gar nicht alles ins Raumschiff rein. Okay. Dann fällt was ab, dann kommen Meteoriten. Ein verrücktes Spiel, wo man sein Raumschiff baut. Ihr merkt, wir fassen uns jetzt kurz, aber zu allen den Spielen gibt es Videos. Also das nur als Information, wenn der eine oder andere sagt, Mensch, das war mir jetzt ein bisschen zu kurz. Da könnt ihr in die Videos reinschauen. Hier baut man sein Raumschiff auf Zeit. Auf Zeit. Und dann, wer Erster ist, hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und dann fliegt man einfach, oder? Dann fliegt man halt, ja. Und dann landet man je nachdem irgendwo beim Piratenraumschiff oder muss Besatzung abgeben. Oder man... Also verrückt, absolut verrückt. Für mich ein ganz klarer Familienspiel, ja, ich habe es ja erklärt dir, aber schon ein bisschen gehobeneres Familienspiel, also schon ein bisschen anspruchsvoller. So, und bei dem Spiel haben wir gedacht, zeigen wir euch das jetzt? Mein Gott, der Elias, der spielt sehr viel. Der spielt auch mal Spiele, wo ihr denkt, nein, das geht ja überhaupt nicht. Der Elias hat auch gedacht, warum auch nicht? Der ist 10, das Spiel ist, was wir jetzt offiziell euch zeigen, ab 12. Ist ein bisschen verrückt, warum auch nicht? Aber man sollte natürlich Spielrealität und andere Dinge unterscheiden. Und der Elias spielt so viel. Elias, zeig's dann einfach mal, warum auch nicht? So, jetzt wird der eine oder andere sagen, nein, nein, das geht gar nicht. Und der andere wird sagen, schreibt's mal in die Kommentare. Warum auch nicht? So, Zombicide ist ein kooperatives Spiel und das spielen wir schon seit Jahrzehnten. Ich habe es mit der Mama schon damals gespielt, sehr oft gespielt. Und der Elias kriegt es natürlich auch mal mit abends, wenn wir hier spielen. Der Thomas ist dabei und anderer, je nach zeitlichem Faktor. Und du kriegst es natürlich auch mit und irgendwann will er natürlich auch mal spielen. Und ich habe jetzt lange gewartet, viele Jahre gewartet. Na ja, komm, jetzt ist er 10, jetzt zeige ich es ihm mal. Und du findest es richtig cool, oder? Ja. Auch ein gemeinschaftliches Spiel, ein verrücktes Spiel. Klare Empfehlung. Ja. Was gefällt dir bei dem Zombie-Side so gut? Das Kämpfen halt. Das Kämpfen, weil es verrückt ist und einfach Spaß macht.
Elias, danke für die Infos. Das waren alle Infos zum Spielen, zu den Top-Titeln vom Elias. Kommentieren könnt ihr jetzt nicht. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, Kind im Video. Aber ihr könnt es gerne mit einem Like etc. versehen. Sozialen Medien könnt ihr auf jeden Fall kommentieren. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, die einzelnen Spiele gibt es bei uns auch als Video. Danke dir, Elias, fürs Zeigen. Wir spielen jetzt weiter. Das war mal wieder ein Video mit den Top-Titeln von Elias, aktuelle Zeit. Ich sage danke, macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.